konnte, denn Robar der Zweite war tot und sein Königreich zerfallen. Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen, der sich Robar der Dritte nannte und geschworen hatte, das zerfallene Reich zu vereinen. Das Schicksal schien auf seiner Seite zu stehen, denn schon bald hatte Robar der Dritte den gesamten Kontinent erobert. Doch als er in See stach, um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern, legte sich ein Schatten über den König und verfinsterte seinen Geist. Und als seine Truppen die Insel Argan erreicht und Sorniara erobert hatten, war es, als wäre Robars Geist nur mehr eine flackernde Kerze in tiefster Dunkelheit. Das Amulett. Ich. Wir müssen kämpfen. Kämpfen. Kämpfen! Robars Heerführer folgten seinem Befehl. Lord Hagen führte seine Männer in den Westen der Insel, während Lee in den Osten zog und die Königsstadt Setarif belagerte. Ja, willkommen zu Let's Play Gothic 4, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir mal das Spiel geholt, da ich den zweiten und dritten Teil nicht gespielt habe, dachte ich mir, Let's Play ich mal den vierten. Was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Ich habe das Spiel vorher noch nicht gespielt und werde es mein König, mit euch zusammen spielen. Ich bringe schlechte Neuigkeiten. Das kann doch nicht sein. Die Flotte, die wir entsandt haben, sind ja die Ruhe! Ich brauche Ruhe. So. Steuerung ist WSAD, mit der Maus bewegt man alles gut. Genau. So. Ich vermute mal, dass es etwas ähnliches wie ein Traum hier, da ich schon so eine recht schöne Rüstung habe und ein brennendes Schwert. Skelette, vier Stück gleich. Ja. Ich glaube nicht, dass man so stark am Anfang ist. Erinnert ein bisschen an Skyrim. Mehr.
Konflikt. Oh. Sie greift mich irgendwie nicht an. Boah, ein Erstding. Magier. Okay, ich habe eine Lebensanzeige und kann ja nicht sehen, wie viel Leben ich habe. Aufgelöst, ist bestimmt derselbe. Ja. Jetzt greife ich uns auch an. Sieht. Komm zurück und kämpf mit mir! Ja, würde ich auch sagen. Oh, ja. Wie gedacht, es war alles nur ein Traum. Schön, dich zu sehen. Ivy? Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, von dem König in der Höhle. Das kommt davon, dass du den ganzen Tag schläfst. Bist du nur gekommen, um mich zu ärgern? Nein, mein Vater will mit dir reden. Chroma? Was will er? Keine Ahnung. Er wartet im Dorf auf dich und ist ziemlich schlechter Laune. Dann gehe ich wohl besser und rede mit ihm. Oh. Wie wär's mit einem Kuss? Nicht jetzt, später. Alles klar. Ja, das einzige Spiel mit einem sympathischen Helden. Schlachten wir mal ein paar Schafe. Ich glaube, das darf man. Finde ich ja auch nicht so schlimm. Ein bisschen Fleisch holen. Sehniges Fleisch. Schneller zu gehen. Ja, hier ist. Leben haben wir. Was gibt's hier? Eine Truhe. Gold, Pfeile, Äpfel. Almas Bestes.
Warte, Chroma sucht dich. Weißt du, warum Chroma mich sucht? Nein, aber lauf lieber, Hirte. Chroma sucht schon lang. Geht gut?